Leute, wir haben hier ein extrem seltenes Ereignis. Die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Das war in den letzten Wochen doch sehr rar, es war sehr trüb, also wirklich ziemlich deprimierendes Wetter, aber es ist trotzdem vorangegangen. Für den Boden war das gut, wir haben im Moment keinen Frost und deswegen kann ich jetzt endlich beginnen damit, die Bäume anzupflanzen. Heute Abend kommen endlich die über 1000 Bäume, die ich bestellt habe, aus Deutschland an. Vielen Dank nochmal für eure Spenden. Ich hoffe, ich kriege die alle zeitnah eingepflanzt, aber wie gesagt, es ist im Moment kein Frost, der Boden ist richtig schön nass. Ich werde jetzt schon mal vorbereiten und ein paar Löcher machen, sodass ich gleich die ersten 100 Bäume einpflanzen kann. Ein paar Buchen habe ich ja auch bestellt. Da will ich mal sehen, ob die hier wachsen. Das ist ja so ein bisschen hier schon die Grenze, dass Buche überhaupt einigermaßen wachsen kann. Unser Lieferant kommt jetzt doch schon ein bisschen früher. Die Obstbäume, die sind wohl offensichtlich ziemlich gut angewachsen, sind teilweise sogar noch grüne Blätter dran. Also das hat sehr gut funktioniert. Allerdings sind die ganzen Red Cedar Bäume ziemlich mitgenommen. Ich glaube, dass da vielleicht maximal die Hälfte von kommt. Einige sehen noch einigermaßen aus, sind noch ein bisschen grün, der geht schon ein bisschen Richtung braun hier. Aber viele sind doch ziemlich braun. Ich vermute mal, das liegt an der Kälte, die wir in den ersten Oktoberwochen hatten. Und das war echt richtig schlecht wohl für die Bäume. Da kommt unsere Lieferung. Ja, total prima. Die letzten paar Obstbäume sind noch mitgekommen. Ja, könnte man denken, ist vertrocknet. Nein, das ist Lärche. Lärche wirft ja die Nadeln ab im Herbst. Deswegen, das ist nicht ganz so schlimm. Also wir haben Lärche, hauptsächlich Kiefern und Buchen und Eschen. Das ist das, was ich bestellt habe. Dann werde ich mir jetzt mal irgendwas holen, wo ich die mittragen kann, sodass ich immer so 100 Stück einpacken kann. Das sind jetzt etwas über 1000 Bäume. Los geht's. Ja, ich bin total glücklich mit den Pflanzen. Die sehen wirklich ziemlich gut aus. Die waren jetzt ja knapp eine Woche im Karton, aber das stört die eigentlich nicht um die Jahreszeit. Da sind die jetzt sowieso nicht so auf Wachstum. Und ja, die Größe ist auch ideal. Die Eschen sind auch recht groß. Die wachsen ja sowieso sehr schnell die erste Zeit. Also wer schnell was von den Bäumen sehen will, der ist also mit Esche gut beraten. Ist auch ein schöner Baum, super für Feuerholz geeignet. Die Buchen, die dauern sehr lange, bis die groß sind. Hainbuche, also bis der Baum hier bei guten Voraussetzungen, selbst in Deutschland, 2-3 Meter hoch ist, da vergehen locker 5-10 Jahre. Und ja, die Rehe lieben Buche und fressen auch sehr, sehr gerne hier den Terminaltrieb ab. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe ja schon ein paar Bäumchen gepflanzt und leider die Buchen hatten bei uns immer nicht so die besten Chancen. Die Kiefern, die sind natürlich gegen Fraß recht unempfindlich, jedenfalls hier in Schweden. Die haben gute Chancen, groß zu werden. Die werden so versendet hier im 50er-Pack. Und ja, die sind sehr robust und wachsen auch relativ schnell, bis der Baum die Umtriebsreife hat, vergehen aber sicherlich 60-80 Jahre, dann ist es eine richtig schöne Kiefer unter guten Voraussetzungen. Auf Fichten habe ich ganz verzichtet wegen dem Borkenkäfer und die Fichten, oder man kann auch Douglasien nehmen oder Küstentanne, die sind ein bisschen widerstandsfähiger, aber ich habe das gelassen, weil ja, ich denke mal, dies reicht erstmal aus.
Also die Jahreszeit, wie gesagt, ist jetzt im Moment optimal. Mitte November total top. Also gerade wenn das so viel geregnet hat, über den Winter wurzeln die Bäume auch ein wenig und haben genug Wasser, also können nicht vertrocknen. Und im Frühjahr haben sie dann volle Power, um loszulegen. Ja, man sieht, hier habe ich auch einiges weggenommen. Hier sind einige Bäume gefällt worden. Und hier ist eigentlich ganz guter Platz, um die ganzen Lärchen zu pflanzen oder den Großteil. Das sieht auch von den Farben ein bisschen schöner aus, wenn die im Herbst ihr Laub abwerfen, ihre Nadeln. Dann hat man hier so ein bisschen Kontrast, weil hier sonst nur Birke und Kiefer und Eiche steht. Ja, das war leider nur ein ganz kurzes Gastspiel gestern mit der Sonne, aber ich habe trotzdem ordentlich was gepflanzt, fast die Hälfte aller Pflanzen eingepflanzt. Ich habe unter anderem hier beim Blockhaus, bei dem anderen Grundstück hier oben, einige Pflanzen gepflanzt. Ihr seht, es ist so dunkel, man sieht eigentlich gar nichts. Buchen und Eschen, alles einmal ein bisschen auf dem Wall auch bepflanzt, dass das mal dicht ist denn. Aber nun geht es weiter. Die letzten Bäume in die Erde bringen. Ich denke, alle werde ich heute nicht schaffen. Es regnet auch ein bisschen. Ich habe jetzt hier schon über 150 Lärchen gepflanzt. Jetzt kommen noch ja, ungefähr 100 Kiefern dazu, die ich hier im Umkreis noch dazu packe. Und dann kommt die nächste Stelle. So Leute, ich mache jetzt mal Schluss. Es ist total nass und regnerisch und für die nächsten Tage ist auch keine Besserung in Sicht. Ich habe jetzt ungefähr noch ein Drittel übrig an Pflanzen, aber das geht relativ schnell, weil der Boden eben so weich ist und das Pflanzen geht unheimlich gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.